So ungefähr mag es ausgesehen haben, als vor über 200 Jahren der Josef Pichler, genannt das Pseira Joserle, aufgebrochen ist, um als erster Mensch überhaupt den König der Ostalpen, den eisbedeckten Ortler, zu bezwingen. Er kam von der Kurburg, denn dort war er als Jäger angestellt. Und von Erzherzog Johann, dem Grafen von Meran, kam der Auftrag zur Erstbesteigung des eisigen Gipfels. Vor seinem Wagnis hat er sicherlich bei den heiligen drei Brunnen von Trafoi Halt gemacht. Dort liegt in der Bergeinsamkeit ein vielbesuchter Marienwallfahrtsort mit drei der Sage nach heilkräftigen Quellen. Vor beinahe 800 Jahren soll hier schon Maria in einer Kapelle verehrt worden sein, an der Stelle einer noch älteren Einsiedelei. Heute weiß man nicht mehr, wo die Erstbesteiger damals die Schneefelder verlassen haben und auf den Grat geklettert sind. Mächtige Schutzhäuser wie die Peierhütte gibt es erst seit 1875. Nur mit Holzstecken und genagelten Schuhen haben sie den fast 4000 Meter hohen Berg erklommen. Ihre gewählte Route gilt noch heute als eine der schwierigsten am Ortler. Also ist ihre Leistung, den König Ortler bezwungen zu haben, nicht hoch genug zu bewerten.